Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Günther die Söldnersau in Reittier und Klinge Flaggenherr. Das Lustige ist übrigens, wenn man Mountain Blade mal sich so durch den Kopf gehen lässt, es geht ja wirklich um ja Reittiere und ja Blades. Und Günther ist beiden abgeneigt. Finde ich super. Wir spielen quasi das Anti-Mountain Blade. Stimmt, wir wollten ja das Versteck reden, ne? Ich erinnere mich. Bevor wir das machen, ein paar von euch haben geschrieben, dass sie keine so großen Probleme damit hätten, wenn wir noch ein bisschen hochgehen, weil wir können ja nicht so viel grinden on-screen und off-screen möchte ich ja auch nicht machen. Deswegen haben viele Leute kein so großes Problem damit, wenn wir beim Level den Modifikator noch ein bisschen höher stellen. Von daher gehen wir mal auf 5-fach. Also ich meine, wir könnten 100-fach machen, aber schauen wir mal, wie 5-fach ist. Wird mal sehen, wie das funktioniert. Ich darf es bestimmt einfach so eintippen, ne? Zack, 5, ja. Da gucken wir mal, wie das wird. Denn so lange geht es ja auch gar nicht mehr. Und ich habe mir auch ein bisschen Gedanken gemacht bezüglich dieser Staffel und der nächsten Staffel. Und ich habe einen sehr, sehr guten Vorschlag gelesen. Dass wir doch hergehen könnten und für einen Run mit Königreich. Weil ich habe nichts dagegen, mit Günther noch weiter zu spielen, jetzt noch ein bisschen weiter Söldner zu sein und dann irgendwann jetzt unabhängig zu werden und eine Stadt zu besitzen und mich ein bisschen so rumzuschlagen. Das ist eine sehr gute Idee. Aber für den Fall, dass wir dann sagen, wir möchten ein Königreich gründen, dafür könnte sich tatsächlich sehr gut ein neuer Run eignen, bei dem wir dann auch wirklich das Schwein spielen. Also wirklich komplett nochmal neu starten mit dem Schwein und einer ganz anderen Angehensweise. Wo zur Hölle sind wir hier? Leute, zeigt mir mal, wo es lang geht, bitte. Ihr dürft auch gern schießen. Ja, das geht doch schon gut los, ne? So, dann gibt's mal auf die 12. Mit dem großen Hammer. Jetzt, wo ich so in Farbe grün unterwegs bin und mit meiner Glatze, ich erinnere mich auch gerade ein bisschen selbst an Lord Barclay aus Stronghold 2. Liegt doch wohl daran, dass ich gerade Stronghold 2 ein bisschen mehr spiele wieder. Ja, gut. Günther mit dem Zweihandhammer, ich muss noch leveln. Danke fürs Bereitstellen. Ich sag dir bereit fürs Dankestellen, genau. Genau, mach deinen angsteinflößendsten Schrei. Ja, das ist schon besser. Ha, verfehlt. Der war schön. Au, 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 der war auch schön. Ich glaube, der hat mir mitten ins Gesicht geschlagen, ohne Helm. Nein, 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 nein. Ich brauche mein Schild. Oh, dass ich das überlebt habe. Da habe ich mich fast näher gedreht. Das war jetzt mega lucky. Okay. Holen wir mal die sichere Ausrüstung raus, damit das alles besser funktioniert. Aber das ist der eine Schlag, den ich bekommen habe. Der hat mir wahrscheinlich voll ins Gesicht geworfen. Butz, weg der Junge. Das hätte doch richtig nach hinten losgehen können. Es ist so viel schöner, diese Gebiete tagsüber anzugreifen. Klar, nachts hat man mehr Überraschungsmomente, aber tagsüber, man sieht halt was. Das ist praktisch. Und kaum zu glauben, dass der Mensch Augen bekommen hat, um damit was sehen zu können. Es gibt viele Spielentwickler, die glauben sowas nicht. Ja, Nacht ist übrigens sowas richtig Typisches. Klar, wenn du Nacht im Mittelalter realistisch darstellen willst, ist es wirklich absolut stockdüster. Da gab es ja keinerlei Lichtverschmutzung irgendeiner Art. Aber andererseits, ja, als Spieler willst du auch was sehen können. Gerüchte gehen um. Auch so ein typischer, einer von diesen typischen Fällen, wo man merkt, Realismus geht nicht unbedingt immer mit gutem Gameplay einher. Irgendwo muss man immer Abstriche machen. Hi, du. Du kommst dann mit meinen Leuten mit. Ich brauche wieder neue Anführer. You. Ja gut, dann duellieren wir uns. You. Putz. Und gleich nochmal. Putz. Oh, das war's schon. Jawohl, Leute. Hätten wir geschafft. Könnte bis jetzt einfach so eine Axt im Kopf stecken haben von dem Wurfangriff letztens. Oh, ich habe sogar einen verloren. Ein Elite... Ich habe einen Pikinier mitgenommen. Wann habe ich einen Pikinier mitgenommen? Da war echt einer ausgewählt. Krass. Ja, nehmen wir alle mit, oder? Wir haben genug Platz. Haben wir endlich wieder ein paar Seeräuber. Hochlandwurf. Oh, die ist...
Die ist ein bisschen besser als meine jetzige. Aber auch nur minimal von der Waffenlänge. Ansonsten gibt es keine Unterschiede. Ah ja, ist okay. Wir haben eine Menge gesäubert. Günther? Günther, was hast du da in der Hand? Ach du Scheiße, was ist denn jetzt los? Ich hoffe, dass. Ah, jetzt ist es weg. Gut. Hier haben wir noch ein Waldbanditenversteck. Das können wir ebenfalls noch wegmachen. Aber ich würde erstmal warten, bis wir ein bisschen. Oh, guck mal, wie schnell das Level abkam. Aber wir haben es auch lange gebraucht, bis wir ein Level ab hatten. Oh, und gleich so viel. Oh. Oh. So. Äußerst angeregte Haradrim-Neuses. Ich brauche ja Vogt, ne? Für Truppengröße. Ja. Auch wenn es Günther ist, aber ein kleines bisschen die Intelligenz leveln, um das weiter pushen zu können. Andererseits, wenn ich mir gerade mal angucke, wie weit ich hier noch meinen Levelfortschritt habe, das hält noch eine Weile. Und bei einhändig haben wir was? Schaden mit Einhandwaffen. Ja, andererseits. Oh, mehr Trefferpunkte. 5 Trefferpunkte mehr. Wir haben wie viel aktuell? 137, damit haben wir bei 142. Das ist jetzt ganz okay, aber nicht die Welt, wie schnell man oftmals auch draufgehen kann. Deswegen würde ich sagen, wir machen den Schaden mit Einhandwaffen nochmal besser. Ja, dann würde ich mal gerne zweihändig weiter leveln. Und tatsächlich hätte ich wohl gerne noch. Nochmal. Ich muss überlegen, ob ich da mache oder da. Aber ich glaube, Ausdauer. Hier, Agilität. Hier, ich kann auf bis zu 321 hoch, wenn ich das jetzt nochmal verbessere. 324. Günther, der Sprintkönig. Ich meine, ich bekomme immer mehr Trefferpunkte, je höher ich bin. Und ich bekomme auch ein bisschen mehr Geschwindigkeit jedes Mal. Da kann ich dann ziemlich gut mithalten. Günther, der Flitze. Okay. Ja, dann nehmen wir das Waldbanditenversteck noch mit, oder? Aber ja, bezüglich einer neuen Staffel. Die Idee wäre auf jeden Fall, dass wir jetzt mit Günther noch eine Weile weitermachen. Aber Günther wird gar nicht so die Weltherrschaft an sich reißen oder so. Wir werden jetzt einfach nach einer schönen Stadt Ausschau halten. Werden unser eigenes Ding durchziehen. Vielleicht sogar gegen ein Königreich in den Krieg ziehen. Vielleicht, also gegen so ein schwächeres Königreich oder so. Und dann schauen, dass wir das übernehmen. Und dann wird Günther so als der König dieses einen Reiches so in die Geschichte eingehen oder so. Aber keine großen Ambitionen im Sinne von, wir benehmen jetzt die Welt oder sonst irgendwas. Oder jetzt keine großen Königreich-Sachen. Also wenn die Staffel endet, dass Günther. Ja gut, wenn die Staffel endet, dann wirklich damit, dass Günther dann eben König wird. Aber nicht, wie er dann weiterführt. Und meine Idee für eine weitere Staffel danach. Jetzt Günther die Söldnersau würde ich jetzt einfach weiterführen, auch mit den Folgen. Selbst wenn er jetzt noch eine Stadt führt oder so, dann wird der Titel einfach umbenannt. Es wird Günther die Söldnersau zu Günther der Unabhängige oder sonst irgendwas. Und ich würde mal sagen, danach könnten wir wirklich hergehen. Und einen neuen Run starten. Vor allem, weil bis dahin wahrscheinlich auch das neue Update dann auf den Live-Servern ist und nicht nur auf den Test-Servern. Wodurch wir auch die neuen Funktionen hätten vom nächsten Update, das ja jede Menge haben soll. Und dann spielen wir gleich von Anfang an, auch mit dem neuen Spielstand, gleich mit ausgewählten Mods, unter anderem My Little Warband, um gleich von Anfang an alles zu bestimmen. Und dann leveln wir unseren Herzog Trüff, der es dann auch wirklich wird, einfach entsprechend hoch. Und ich sag jetzt schon mal, Herzog Trüff wird dann quasi das Gegenteil von Günther. Ich meine, okay, ich werde trotzdem relativ stupide Angriffsbefehle geben, ich werde mit relativ leichten und vielen Truppen agieren, wie es Trüff technisch ist. Aber was das Selbstkämpfen angeht, werde ich einen großen Einschnitt machen. Und zwar werde ich tatsächlich mit Trüff sehr wenig selbst kämpfen. Im Idealfall bin ich vielleicht nur auf meinem. Auch gerade im Gegenteil zu Günther, ich bin wahrscheinlich die ganze Zeit nur auf meinem Pferd unterwegs, weil ich auch zu faul bin zum Laufen. Und kämpfe nur mit, wenn es unbedingt muss. Ansonsten lasse ich immer meine Leute die Arbeit machen. Aber ich würde mal sagen, wir starten bei Trüff schon in der Stelle rein, wo er dann entweder frisch Herzog geworden ist oder noch so ein sehr, sehr ansehnlicher Anführer war. Ich denke mal, sehen seine Vorgeschichte im Sinne von, wie er bei Banditen aufgewachsen ist. Das ist dann wieder zu Günther ähnlich quasi. Ich glaube, mit dem Trüff reinzustarten wäre keine schlechte Idee. Das war knapp.
Meine Lebenspunkte haben auch schon mal besser ausgesehen, wollte ich sagen. Hat irgendjemand geschossen? Ah, da, da kommen sie. Oh Gott, wie süß, es sind nur noch ein paar Leute. Na, komm mal her. Bring was zu Ende. Eigentlich könnte ich ihn jetzt einfach erschießen lassen hier von meinen ganzen Leuten, die hier mit den Armbrüsten stehen. Aber hey. Yay! Nice. Okay. Auch die kommen mit. Und eure Ausrüstung. Dankeschön. Ja, wunderbar. Dann würde ich mich mal weiter verkrümeln. In welche Richtung ist eine gute Frage? Kuriernachricht. Vasall von Unquid? Was ist ein Unquid? Nicht wer, sondern was ist ein Unquid, ne? Das ist die Frage, die wir uns stellen sollten. So, irgendwo, wo ich noch Punkte reinmachen will, fürs Nicht-Verkaufen. Die Felle wurde mir gesagt und das Leder wurde mir gesagt, braucht man nicht. Stimmt, ich weiß mittlerweile ein bisschen mehr zum Schmieden Bescheid. Da wurde mir auch ziemlich viel an Anweisungen gegeben, was ich machen kann. Und leider Schmiedeenergie. Gut, da hat mir jemand auch einen Tipp gegeben. Ja, die Mod habe ich jetzt nicht installiert. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich jetzt so lange mache. Aber ich habe eigentlich meinen 200 Hammer meiner Wahl und von der Ausrüstung her. Ob ich jetzt so viel Schmiedearbeit betreibe, weiß ich nicht. Denn die Sache ist jetzt die, jetzt groß Schmieden hochzuleveln. Weil, so wie mir gesagt wurde, Schmiedeenergie regeneriert man wirklich nur, wenn man in der Stadt wartet. Was ein bisschen problematisch ist, weil wir mit Günther viel unterwegs sind. Und das ist sowas typisches, eigentlich so ein typischer Skill zum Offscreen-Leveln, wenn man so will. Oh, Oberhaupt, mitkommen. So. Habe ich jetzt eigentlich schon das Zeug? Ja, das habe ich weggehandelt. Und ich soll am Anfang auf jeden Fall jede Menge leveln, indem ich Sachen einschmelze, die ich bekomme. Und Aufträge mache, etc. pp. Da denke ich mir jetzt auch so, ja, das ist jetzt auch nicht mehr so unbedingt notwendig. Wie gesagt, ich habe meinen 200 Hammer, den ich brauche. Ist auf jeden Fall schön, dass ich mir das System angeschaut habe. Ich glaube, bei meinem Herzog Triffran werde ich das auch nicht unbedingt brauchen. Batania, Anwesen befestigen, Burgbrief umzusetzen. Ich wollte schon gerade sagen, das ist doch für mich nicht relevant. Labert mich doch nicht zu, ey. Also ich glaube, ich bin ja wirklich in so einer WhatsApp-Gruppe von dem jeweiligen Königreich und ich kriege die ganze Scheiße immer mit, die die machen. Oh, nee. Die Gasse in Sibir wird dann bald angehoben. Oh, ich muss bis nach Sibir hinter. Oh, am liebsten würde ich die einfach nur aufgeben und schauen, dass die... Das wäre eigentlich gar keine schlechte Idee, da ich meine Gassen mal umziehe. Ja, wisst ihr was, wir verlieren die Gasse einfach. Ist in Ordnung. Seitenbacher Bergbanditen. Bergbanditen von Seitenbacher. Ach, ich bin bei Gornerei besser geworden, bei Ausstrahlung. Also war ich das tatsächlich. Schaden mit zivilen Waffen. Der Vorschlaghammer, den ich habe, ist ja eigentlich auch eine zivile Waffe, ne? So wird er dann auch in... Besseres Lösegeld für Helden ist natürlich auch eine super Idee, weil ich ja wirklich, das passt zu meiner Thematik. Aber ohne Scheiß, mein Vorschlaghammer ist eine zivile Waffe, ne? Ich möchte nochmal ganz kurz, ganz kurz. Zivil. Ich meine, es ist halt eine Frage, ob es dann noch zählt auf dem Schlachtfeld, aber wenn ja, dann haut der ja noch mehr rein. Ja, ich glaube, das könnte langsam echt lustig werden. Ich glaube, dann skill ich das. Einflusszuwachs aus Schlachten. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Ja, lass mal die eben Sibir auslaufen. Und ich mache hier einfach in Batania mein kleines Gangnetzwerk. Und halte weiter in Ausschau nach Möglichkeiten, hier was zu übernehmen. Na, ihr könnt mir mal sagen, ob wir jetzt unbedingt unseren Königreichsrand weitermachen wollen mit Günther oder ob wir wirklich mit Herzog Triff starten und nochmal neu. Also wirklich nochmal neu starten. Rebellen von Angron. Da hinten. Argoron.
Argoron. Wisst ihr was? Wir gucken mal hinter. Aber wenn wir eh schon hier sind, dann gehe ich schnell nach Sibir und mach doch den Gassenkonflikt schnell. Aber im Notfall gebe ich mich auch mit was anderem zufrieden. Das muss nicht unbedingt Batania sein. Argoron. Ja. Hey, da bin ich wenigstens nah am See. Und dementsprechend nah an potenziellen neuen Seerädern zum Evakuieren, zum Rekrutieren. Ist aber halt von Kultur her Imperium. Das heißt, ich müsste zumindest auch einen Statthalter finden, der Imperium ist das wenigstens. 7 Tage. Ja, Level, dafür gibt's ja extra das Ding hier. Level. Ist das denn, dass hier jetzt alle so grün aussehen? Aber schon manchmal lustig. Manchmal ist das wirklich mit den Gassen ewig lang ist nichts. Und dann plötzlich sind ewig viele Gassen hintereinander. Es wurde auch schon so schön in den Kommentaren gesagt, irgendwie ist das Gassensystem noch ein bisschen überarbeitungswürdig. Schon alleine, weil du bei jedem Gassenkonflikt halt immer selbst dabei sein musst. Ich meine, wozu stellst du eine Garnison auf, ne? Die müssten sich auch mal selbst verteidigen können. Ha, Wutz und Wutz. War's das schon? Und dafür habt ihr meine Hilfe gebraucht, ja? Ich soll dich auch einfach niederhämmern. Ihr habt dazu nichts zu gebrauchen hier. Okay. Ich gehe mal nur zum Aufstand. Ich möchte mal gucken, ob hier ein Argoron vielleicht unsere erste Chance besteht. Das Schöne ist, wie gesagt, wir sind hier an einem großen See für Seeräder. Wer hätte es gedacht? Seeräder. Bis zum Mond. Wie sieht es eigentlich aus mit Fisch und Getreide? Ja, passt eigentlich noch. Sollte mich nicht zu sehr ablenken lassen. Warte, ich habe Hetania gelesen. Hetania. Truppentechnisch ist es nicht mehr groß aufgewertet. Noch mehr Waldbanditen. Ich muss es schon langsam mal ein bisschen Fernkämpfer Lastigkeit abbauen hier in meinem Trupp. Oh, gerade wo ich es erwähne, gleich ein weiteres Seeräder verstecke. Wie viele sind denn hier? Wir sind gar nicht mit denen im Krieg, interessanterweise. 400 Verteidiger. Wenn wir das clever anstellen, könnten wir die Stadt so stürmen, aber es sind halt leider noch Trupps außenrum. Ja, 400. Ich müsste eine gute Gelegenheit abwarten. Aber das Seeräder-Versteck hier ist ja eigentlich auch schon von vorgestern, oder? Da kommen auch, glaube ich, keine Seeräder mehr raus gerade. Ich glaube, das ist auch eins von denen, die ich damals mal gefarmt habe. Kann das sein? Soll bedeuten... Ihr kommt mal mit. Heute ist Banditenräumtag. Na komm, dann nehme ich die Anführer mal mit und meine Helden. Ich nehme 3 Seeräuber-Anführer mit, um Seeräuber-Verstecke zu reinigen. Das klingt doch gut. Ach, belieben Schießen und Angriff. So, mein 2. Hammer will auch noch weiter gelevelt werden. Jetzt kriegen die Seeräder, die haben wenigstens nicht wie diese Waldbanditen. Die haben nur Wurfwaffen, mit denen sie mich nerven können. Aufs Maul! Putz. Gut. Ich bin noch nicht immer mit One-Hit so weit. Putz. Der ging jetzt mitten auf den Kopf. Ha. Okay, der war gut. So, der nächste ist da hinten. Wie es ja angeflattert kommt alles. Der Schaden an Schilden wird übrigens ziemlich krass. Also das erreichst du mit normalen Truppen mit Wurfwaffen eigentlich nicht. Aber ich habe schon mal gesehen, wie heftig das werden kann.
bei Companions, wenn die richtig hoch ihren Wurfskill gelevelt haben und du hast da wirklich so 10 bis 20 Companions und die werfen alle mit ihren Wurfwaffen, wirklich, die werfen da in so eine Schildwallformation, alle Schilder zerplatzen einfach wie so Luftballons. Ein zweiter Wurfwaffe hinterher und die Leute zerschreddert es einfach komplett. Also Wurfwaffenskill auf hohen Stufen soll ziemlich heftig sein. Ob du, ui. Da hinten ist Ende. Dann müssen wir dahin weiter. Günther und der Vorschlaghammer. Das ist so eine Kindergeschichte, die man vom Einschlafen lesen kann. Guten Tag, Hausdurchsuchung. Bitte alle unverzüglich die Kofferräume aufmachen. Ich wollte schon gerade fragen, ob ich hier richtig bin. Danke für das Feedback. Das habt ihr. Okay. Da hinten. Ich habe jetzt sehr. Da drüben? Da drüben also. Okay, ich sehe gerade, meine Truppen haben sehr leicht. Ich meine, ganz ehrlich, es sind auch ziemlich gute Einheiten dabei. Ach, da hoch! Boah, muss ich das wirklich? Schafft ihr das auch so, bitte? Wäre ich verliere einen meiner Anführer. Oh, der Mutter Kutib ist besser geworden. In Einhändig und Athletik. Ja, bei Athletik, wenn du das Gerüst hier hochkraxelst, dann wundert mich das nicht. Ui, du hast aber echt ein paar Leute dabei. Okay. Bringen wir es hinter uns, mein Freund. Aufs Maulus Maximus. Putz! Okay. Oh, er holt auch seine Zweihandwaffe raus. Leider zu langsam. Olle! Die stehen einfach da, die konnten nicht glauben, was sie da sehen, ey. Das war jetzt einfach nur Bonk, go to Honey Jail. Also einfach nur, Kampf geht los und ich mit dem Hammer Bonk. Und Kampf vorbei. Okay, haben wir geräumt. Ich habe jetzt noch jede Menge. Da müsste ich jetzt aber aus dem Söldnervertrag raus, wenn ich den Krieg erklären will. Soll ich so Krieg erklären? Unabhängig werden? Aber alleine gegen diese ganze Fraktion, wenn ich sie alle in Hinterhalte rauslocke und auf offenem Feld besiege und dann belagern kann, könnte es funktionieren. Ansonsten wird es schwierig. Ah, zweihändig ist bei... Jawohl. Mehr Erfahrung, Trupp für alle, die ich mit Zweihandwaffe umholze. Oh, Chance, den Feind durch einen schweren Treffer umzuwerfen. Das klingt doch nach genau dem Richtigen für uns. Also wie gesagt, keine Sorge, weil ich gesagt habe, dass wir eventuell mit dem Herzog Druff dran, wir werden noch eine Weile mit Günther weiterspielen. Also wir können gerne noch 20, 30 Folgen machen. Keine Ahnung, wenn wir richtig Spaß haben und es kommen noch irgendwelche abwechslungsreichen Events dazu oder so. Vor allem, wenn es sehr spaßig wird mit unserer eigenen Länderei, die wir da haben, so zumindest unserer eigenen Stadt, die wir verwalten, dann können wir vom erst bis Folge 100 gehen oder so. Okay, da kommt jemand mit 500 Leuten und versucht sie zu belagern. Das sollte eigentlich nicht gleich auf Anhieb funktionieren. Bin ich mal gespannt. Vielleicht wird ja Argoron unser neues Zuhause. Ich hätte zwar lieber was in Batania, aber da jetzt ewig zu warten, bis was passiert, bringt es ja auch nicht. Ich sollte eine Gelegenheit ergreifen, wenn sie am Schopfe packen, wenn sie sich mir anbietet. Ich könnte auch kurz vor Ende... Ach gut, dann müsste ich aber ja eher gegen die Krieger klären. Was ist eigentlich mit meinem Clanrang? Da geht noch was. Aber ja, ich muss schon mal ankündigen, sollte man dann Herzog Trüffran machen, werde ich auch diese Level-Mod verwenden, die die Level nach oben hin unbegrenzt lässt. Einfach nur, dass wir mal richtig viele Truppen mitnehmen können. Weil wie gesagt, so, das Schwein ist bekannt. Oh nein, da kommen viel zu viele Leute. Was soll denn das? Naja, das Schwein ist ja bekannt dafür, riesige Mengen an Truppen in die Schlacht zu schicken. Und da möchte ich nicht nur mit meinen 1 bis 200 Elite-Truppen rumlaufen, sondern wirklich mal mit Herren von 500 bis 1000 Leuten oder sowas. Bestehend hauptsächlich aus groben Sturmtruppen, wenn man so will. Also das ist wirklich sowas wie Streifen. Ich meine, klar, Streifenkämpfe, man kann Pikiniere machen, aber die Pikiniere, die ich dann mache, als Schwein, werden dann nicht so schwer gepanzerte sein wie bei Strongholds, sondern wirklich so, so relativ leichte Pikiniere. Mit einem Kolben als Zweitwaffe oder sonst irgendwas. Und alle anderen Truppen auf schnelle Schlagkraft ausgelegt. Also schnell, wie gesagt, so seine grobe, aber effektive Kampftaktik, die genannt wurde vom Schwein. Genau das. Dass ich sage, es geht darum, dass wir möglichst schnelle und schlagkräftige Truppen haben.
Eben auf Kosten der Panzerung natürlich. Aber mit eben hohen, vor allem hoher Athletik und hoher Kampfwert. Das ist wichtig. Das Schwein ist dafür der absolute Anti-Athletiker. Ja, ich glaube, das wird nichts leider. Schade. Ich hätte auch nicht gedacht, dass die mit so viel kommen. Ah, na gut. Es werden sich noch Gelegenheiten ergeben. Und traurig zog Günther von dannen. Ach, ich habe schon wieder... Oh. Ja gut, das ist doch ein Levelfortschritt, der sich sehen lässt. Da haben wir wieder wenigstens ein bisschen was. Was machen wir? Was machen wir? Einhändig, nicht zweihändig, ich meine. Nein. Ja, anwenden bitte. Jede Menge Leute, die ich rekrutieren könnte. Geht aber gerade leider nicht. Wir können aber eben gucken, ob wir wieder ein paar Nahrungsmittel einkaufen können, dass sich unser Skill ein bisschen levelt. Ansonsten wird Fugt natürlich besser, sobald wir eine Stadt haben. Handeln. Wir können ja zum Schluss hin... Wisst ihr was? Wir können diesen Spaß... Obwohl, das wäre so der Herzog... Ganz ohne Scheiß, das wäre dann auch wirklich was perfekt fürs Herzog-Triff-Spiel. Wenn wir Herzog-Triff machen und haben dann wirklich die eiserne Regel, keine Gefangenen. Alle... Also okay, gefangene Truppen, ja. Die werden dann entweder integriert in unsere Armee auf irgendeine Art und Weise oder verkauft. Aber gefangene Lords werden nach der Wulzak-Manie alle hingerichtet. Das könnte echt böse werden, aber ich glaube, das würde einfach zum Herzog Triffran richtig gut passen. Ich wollte nach Lebensmittel gucken. Bisschen Fisch. Butter. Käse. Fleisch. Von dem restlichen Zeug nehmen wir auch ein bisschen was mit und gut ist. Macht das Ganze noch mal ein bisschen spicier. Und da das Schwein keine richtige Front so im direkten Sinne ist, wird er auch nicht wie Günther diesen Hack haben, dass er hier den vierfachen Damage fressen darf, vom Schwierigkeitsgrad her oder so. Ne? Das Schwein sollte ziemlich schnell umfallen, wenn es mal irgendwie falsch erwischt wird. Ich wünschte, man könnte Charakter importieren. Kann man Charakter importieren von vorigen Runs auf irgendeine Weise als NPCs? Ich würde gerne als Schwein, Herzog Triff, Günther anwerben können als meine Leibwache. Und vielleicht ein paar von seinen Gefolgsleuten. Dass Günther die Söldnersau eben in der nächsten Staffel da mitmacht, wenn ich Herzog Triff spiele, aber eben als Unterstützer, als quasi Begleiter, der dann quasi meine direkte Leibwache ist. Damit würde ich mich sicher fühlen mit dem schwachen Charakter. Und dann wird es auch ein bisschen mehr Sinn machen, uns jetzt richtig schön hochzuleveln. Das ist dann auch noch in Vorbereitung auf die nächste Staffel. Wieso haben wir denn keine Kriege? Warum ist es hier so langweilig? Warum seid ihr alle solche Langweiler? Also so eine friedliche Gesellschaft, in der überall Wohlstand herrscht und alles läuft super. Ihr seid solche Langweiler. Halt echt so. Irgendeiner muss es denen mal sagen. Fürsten veranlassen, große Privatarmeen aufzustellen. Okay. Ach Mensch, der Clan Wolfsmenschen, hi! Aufs Maul! Ist das ein, nee, das ist einfach der Clan Wolfsmenschen hier. Komm, wir kloppen Wolfsmenschen. Oh, wir kloppen doppelt. Oh, wir kloppen dreifach! Oh, jetzt hätte ich, glaube ich, nicht weggemusst. Oh, wie viele sind denn das? Why? Okay, ich jag mal den da oben. Den kriege ich jetzt wahrscheinlich abgefangen. Angriff! Jawohl. Stop right there, Quiminus Gum. No one violates the law on my watch. Auf den Kopf. Warum zur Hölle hast du Parteien den Krieg erklärt? Warum haben wir die gleiche Farbe? Endlich wieder ein Schlachtgetümmel. Ich hab's vermisst. Leute, auf geht's. Jetzt gibt's keine große Schlachtaufstellung. Die Sache ist ja die, bei Triff, ich werde nicht sehr viel taktisch. Ich meine, okay, bei Triff werde ich trotzdem ein paar grobe Befehle geben. Ich werde jetzt nicht die taktischen Meisterleistungen auspacken, aber ich werde trotzdem so ein paar grundlegende Befehle geben. Obwohl, macht mal Dorns. Das sollte man mit dem nächsten Update ja auch besser können. Man sollte auch wirklich direkt Ziele zuweisen können bei Truppen und sonst irgendwas. Und ohne Scheiß, auch wenn das nicht in Stronghold 1 eingesetzt hat, aber ich finde, zu Triff passt auch Kavallerie. Aber eben leichte Kavallerie. Leichte Skirmisher, Plänkel-Kavallerie oder eben, ja.
so Durchbruchskavallerie, nicht so, so schwer gepanzerte Reiter. Okay, ich meine, schwere Kavallerie würde vielleicht auch zum Triff passen, aber Triff ist eher so die Leute, der eher leichte und günstige Reiter einsetzt, als jetzt schwere Ritter quasi ins Feld zu führen. In Stronghold gab es halt, in Stronghold 1 gab es nicht wirklich viele Möglichkeiten, Kavallerie ins Feld zu führen. Da gab es nur die Ritter. Und ich würde mal sagen, wenn ich mir eine Triff-Armee vorstellen würde, dann wären es wirklich so Streitkolbenkämpfer, Armbrustschützen, Bogenschützen, vielleicht so Pikeniere, aber eher leichtere Pikeniere und eben Kavallerie als leichte Kavallerie in größeren Mengen. Weniger als die schweren Durchbruchstruppen. Das ist eher was für einen Wolf. Aua! Jetzt hört doch mal auf wegzurennen! Jetzt reicht's! Weg da! Kann ich euch mal sagen, dass ihr nervt? Zum Glück habe ich noch ein paar Wurfäxte dabei. Ha! Voll aufs Pferd! Ha! Jawohl! Unten bleiben! An den Baum getroffen, der Baum so, aua! Okay, ich warte mal auf meine restlichen Truppen. Ihr dürft ruhig gerne nicht der gesamten Kavallerie hinterherlaufen. Sondern auch mal vorstürmen und so. Wo sind eigentlich meine Fernkämpfer? Ach, da hinten. Ha! Erwischt! Schaden ist trotzdem ein bisschen böse hier. Ich bleib mal im Schildwall. Und wechsle auf die Zweihandwaffe, sobald es ins Gefecht geht. Mein Zweihandwaffe braucht noch ein bisschen Level. Hi. Putz. Putz. Der Bannerträger, was? So. Ich habe keinen Reiter, ich habe keinen Klinge und du bist jetzt auch kein Bannerherr mehr. Bonk. Da ist noch einer. Oh. Da hinten ist immer noch ein Reiter. Die Reiter gehen einem so auf die Nüsse. Was vielleicht auch wirklich zu... Das könnte natürlich auch zu Triff gut passen. So Reiter... Mit so, leichter Reiter mit so entweder so Zweihandwaffen. Also nicht mit Lanzen, sondern wirklich so mit Zweihandäxten oder Zweihandkolben, wie hier, solchen Hämmern. Und eben noch Äxten zum Werfen. Das könnte ganz cool sein. Ich spiele im Gedanken echt schon mit einigen Ideen. Du kommst mit. So, die Wolf... Oh Gott, die Wolfstruppen. Ja, ich meine... Ja, ich würde die gerne mitnehmen, weil Spezialtruppen sind. Aber das sind halt schon wieder Bogenschützen. Ah, ich habe auch, ja, hab auch einen Seerattenräuber dabei. Und auch einen Seerattenrekrut. Das ist gut. Rang. Steigend. Ich kann auch gerade wieder ein paar Leute rekrutieren, sehe ich gerade. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen mehr Platz für Gefangene. Okay. So. Einer wurde gebutzt. Wer darf gelevelt werden? Du? Athletik? Warum bist du so schwach in Athletik? Rüstungsgewicht oder Waffenhandhabung zu Fuß. Beides praktisch. Oh, die Waffenhandhabung. Noch mehr von euch? Lasst mich erstmal Gefangene verkaufen, dann können wir weiterreden. Dann kann ich über euch weiter drüber reden.
wollte ich damit sagen. So, imperialer Bogenschütze. Der Rest sieht soweit gut aus. Jetzt erstmal schauen, dass wir weiter Gefangene rekrutieren hier. Und weiter Ausschau halten nach einem potenziellen Zuhause. Ich bin immer noch auf der Suche. Ach, guck mal, wer da ist. Ich prügel noch ein paar Wolfsmenschen auf dem Weg. So. Wollen wir das mal automatisch machen? Schauen wir mal, wie es automatisch ist. 5 Verluste. Ich habe einen Baum verloren. Nein! Wie soll ich jetzt meine Videos über Baumwachstum machen? Ausgewählter Wolf. Sind auch Seeratten wieder dabei? Schade. Ich hätte es echt gehofft. Aber gut, ich kann jetzt wieder ein paar Leute rekrutieren. Weil ich es ein bisschen schade finde, dass ich jetzt schon wieder so viele Einheiten verloren habe. Okay. Von 1 auf minus 4 gesteigert? Bitte was? Über die Definition von gesteigert müssen wir uns aber nochmal unterhalten. Die Viagra-Lobby hat angerufen. Es sind noch einige Definitionsfragen, die geklärt werden müssen. So, okay. Habt ihr denn hier eigentlich noch tolle Lebensmittel? Ich brauche mehr Truppen. Unter 200 geht hier nichts. Bier. Kapazität überschritten. Das halte ich jetzt mal für ein Gerücht. Brauche ich Fälle? Ich glaube nicht. Bin immer noch leicht überschritten, aber passt. Es dauert nicht lange, dann haben wir die Nahrung verbraucht soweit. Was? Boote mit einem Lösegeld. Ach ja, stimmt, ich habe den Typen ja noch. Wie viel wollt ihr denn? Ja, okay, nimm. Stimmt, habe ich die. Ich habe die Truppen gar nicht verkauft, ne? Muss ich auch noch fix machen. Hier. Stimmt, man kann ja Truppen. Ja, klar. Das ist das, was jemand mal gesagt hat. Ich kann ja die Truppen locken, um alle zu verkaufen, die nicht gelockt sind. Machen wir das mal. Das ist nicht irgendwie. So. Hat ja wunderbar funktioniert. Scheiße. Oh Mann. Dann muss ich das erstmal. Ich glaube, ich muss das erstmal festsetzen. Moment. Wenn ich jetzt hier reingehe und sie so festsetze. Seeräuber, junger Wolf, Seerattenrekrut, Seeräuber, Krieger, Freibeuter, Wolf. Okay, wenn ich jetzt hergehe und sage, alle Gefangenen weg, außer die Ausgewählten. Jetzt funktioniert es, ja wunderbar. Ja, man muss es halt erstmal noch einrasten quasi, ne? Ansonsten ist es halt zum Ausrasten. Okay, irgendwo noch Rebellionen? Irgendwo? Nein? Okay. Dann verbringt ihr doch mal ein bisschen Zeit in der Schmiede. Brauche ich bloß noch ein paar Opfer. Achtung! Opfer bitte! Opfer an Kasse 2!
Papa Tanja, ohne Scheiße, ganz ohne Kriege, ich schlaf ein. Ich wechsle gleich wieder die Seiten, ich sag's euch. Ja, okay. Gehen wir mal nach Hause. Dunkleis, das würde ich schon gerne halten, die Gasse. Waldmenschen, Batania haben einen Söldnervertrag abgeschlossen. Warum haben die einen Söldnervertrag abgeschlossen? Die sind noch nicht mal im Krieg, Batania. Normalerweise kann man doch gar keinen Söldnervertrag annehmen, wenn die nicht gerade im Krieg sind. Seltsam. Ja gut, okay. Sie sind jetzt mit diesen kleinen Wolfsmenschen im Krieg, aber das ist ja eigentlich irgendwo eine Nichtigkeit für ein ganzes Königreich. Naja, kloppen wir uns noch ein bisschen mit Leuten. So, LA und Angriff. Na los, dann komm mal her. Kommt doch, traut euch. Ich hämmer die Exkremente aus euch hinaus. Putz. 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 Wie ist die weghautstellenweise? Oh mein Gott, das habe ich jetzt wirklich nahezu allein. Das sind ja noch welche. Das habe ich jetzt nahezu alleine gemacht, ey. Okay, Günthers Hammer kommt. Waren hier schon immer so wenige? Warum sehe ich die Gefangenen? Ich möchte doch keine Gefangenen austauschen. Ich möchte Gassentruppen verwalten. Ist ja nicht mehr so, dass ich jetzt hier. Das ist total weird. Ja, gut. Ist okay. In Ordnung. Bitte was? Jetzt direkt wieder? Das gibt's doch nicht. Ich meine, okay, mein Hammer freut sich. Oh mein Gott, sind das viele. Mein Hammer freut sich vielleicht doch nicht so sehr. Oh, der Hammer, der haut jetzt rein mittlerweile, ey. Wutz und Wutz und Wutz. Hilfe! Hör mal, wer da hämmert. Ja gut, easy peasy, aber ich will jetzt trotzdem mal gerne ein paar... Wie Günther sich da mittlerweile durchhämmert. Also mit den zweiten Kolben ist das sehr, sehr spaßig. Da hast du richtig einen Cleave einfach nur. Aber... Ihr könnt ein paar Truppen zurücklassen, um die Verluste im... Ja, das möchte ich. Aber warum sehe ich hier nur die Gefangenen? Das muss noch ein Bug sein, oder? Habe ich jetzt eigentlich gut 20? Ja, ich habe wieder gut 20 Skill dazu bekommen. Ich warte mal noch ein kleines bisschen. Ich meine, okay, ich würde es dann nochmal probieren, wenn ich alle meine Gefangenen losgeworden bin. Ich habe keine Gefangenen mehr da. Dafür müsste ich erstmal alle rekrutieren, die ich habe, ne? Das ist gar nicht mal so einfach. Aber ich könnte zumindest hergehen und mal die ganzen Fernkämpfer doch mal entfernen. Weil ich habe so viele von denen noch. Und da ist es wirklich nicht so notwendig. Ja, wisst ihr was? Wir tun mal die ganzen Fernkämpfer weg. Da kriegen wir schnell genug nochmal Leute dazu. Wir haben eh genug Fernkämpfer, ohne Scheiß. Und trotzdem nichts ändern, oder? Ich habe immer noch nur die Gefangenen an sich. Das kann doch... Ja, das ist natürlich die Frage, wie es weitergeht.
Aber ich würde mal sagen, wie es weitergeht, schauen wir dann einfach beim nächsten Mal. Wir sind jetzt schon wieder bei so knapp einer Dreiviertelstunde. Passt für diese Folge jede Menge Gassenkonflikte. Batania ist ansonsten ziemlich ruhig gerade am Zugehen. Eine verpasste Rebellion leider. Noch ein paar Ideen für zukünftige Formate. Ihr könnt gerne mal schreiben, was ihr von der Idee haltet, jetzt mit Günther einfach weiterzumachen, aber eben kein Königreich zu gründen. Dass wir die Königreichsgründung wirklich lassen und dass die Staffel wirklich damit endet. Dass wir für, ja gut, je nachdem, wenn es wirklich Möglichkeit gibt, Charakter zu importieren, dann würde ich sagen, dann muss Günther nicht mal König werden, dann wird er dann einfach dann... Vielleicht müsste er ja nicht mal eine Stadt haben, ne? Wenn er wirklich als Leibwache von Triff dann später quasi anfängt. Das wäre irgendwie cool. Aber gut, ich würde mal sagen, ich bedanke mich fürs Zusehen. Och, wisst ihr was, wir können jetzt... Oh, Vogt ist besser geworden. Nice. Tragekapazität ist gut. Tragekapazität von Lasttieren. Machen wir von Truppen. Weil ich weiß, ich nehme die Truppen und Pferde hauptsächlich nicht als Lasttiere mit, sondern als Reittiere für Geschwindigkeit. Ich will nochmal ganz fix... Ich glaube, hier habe ich schon fast alle Lebensmittel eingekauft, ne? Sag mal her. Oh doch, Bier. Es gibt hier eine Menge Bier. Ich glaube, hier habe ich noch gar nichts eingekauft. Nice. Sogar Datteln. Oliven nehmen wir auch nochmal mit. Und wir sind glücklich. Glücklich! Ausrufezeichen. Okay, gut. Dann vielen Dank fürs Zusehen an der Stelle. Schreibt gerne, was ihr so haltet von neuen Ideen und neuen frischem Wind und ob es Möglichkeiten gibt, Charakter zu importieren oder nicht und ob wir es machen sollten oder nicht und wie es eurer Meinung nach gerne weitergehen sollte. Und dann vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.